So, meine lieben Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. Ich muss jetzt erstmal meine Kamera wieder auf links stellen, so. Ja, lange Zeit ist es vergangen. Wir haben am Wochenende nur Competitive und Zombies gezockt. Und ich muss euch ehrlich gestehen, die Abwechslung hat mir echt gut getan, weil ich am Wochenende überhaupt keine Lust hatte auf Let's Plays, sondern wollte eher ein bisschen Competitive spielen, jetzt mit meinem neuen Monitor. Und ja, es soll ja auch mir Spaß machen. Deswegen hatten wir jetzt so eine kleine Abwechslung am Wochenende. Und allen, die die Streams nicht schauen oder keine Zeit für die Streams haben und sondern nur die anderen Videos schauen, nochmal nachträglich ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen. Ja, bleibt gesund, startet ein besseres Jahr als zuvor, hoffentlich. Und ja. Wir machen weiter, wo wir stehen geblieben sind. Und zwar wollten wir hier jetzt den restlichen Orden ausmerzen. Untersuche, ja, den Bogen machen wir als nächstes. Untersuche die Turmruine östlich Veste Kausdorf nahe der südwestlichen Grenze von Skrobeschir. Also, schauen wir mal. Skrobeschir. Skrobeschir, Skrobeschir. Wo bist du? Skrobeschir. So. Grobe hier ist hier. Was sollen wir da genau untersuchen? Die Turmruine östlich Feste Kausdorf. Turmruine östlich der Feste Kausdorf. Wo ist die Feste Kausdorf? Was gehört überhaupt noch hier zu Grobe hier? Das alles, wa? Wo war denn hier die Feste Kausdorf? Oh Gott. Ja, dafür müssten wir wirklich hier ins Grobisch hier müssten wir wirklich alle blauen Punkte erstmal hingehen, bis wir die Ruine finden. Das machen wir mal ganz schnell. Und mir ist aufgefallen, dass seitdem ich zwei Monitore angeschlossen habe, höre ich mich leiser und allgemein auch alle, die Lautstärke ist ein bisschen leiser von alles, von den ganzen Spielen und so weiter. Wenn das bei euch auch leise sein sollte, ja, dann tut mir bitte den Gefallen und schreibt das in die Kommentare, weil dann muss ich mir echt überlegen, einen Verstärker zu holen. Damit ich, während beide Monitore im Betrieb sind, hier weiterhin eine angenehmere Lautstärke für euch haben kann. Das wäre schön, wenn ihr mir da einmal Bescheid geben könntet. Und wenn ihr sagt, nee, ist kein Problem, ich kann lauter stellen, dann lasse ich das so. Und ja. Sonst habt ihr nicht viel verpasst. In den letzten Folgen haben wir ja Excalibur geholt. Und bewegen uns jetzt vom Level her Richtung 400. Vom Fertigkeitenlevel her. Hier ist eine Nebenquest. Das brauchen wir nicht. Es könnte dann dort drüben sein. Müssen wir halt gucken jetzt, wo die Ruine sich genau befindet. Weil ich weiß es nicht mehr. Wo jetzt hier die Feste Venlokan war. Und östlich davon. Müssen wir mal schauen. Die werden sofort angreifen. Da gehen wir irgendwann noch hin für die Truhen, aber
Nicht jetzt, jetzt wollen wir erstmal den Orden hier ausfindig machen. Und ich finde es übrigens ziemlich gut, dass man nicht genug Hinweise findet durch die Hauptstory, um alle ausfindig zu machen. Obwohl ich mir bei dem König des Ordens ziemlich sicher bin, dass es König Alfred ist. Aber könnte auch komplett in die andere Richtung gehen und uns schocken. Das weiß ich noch nicht. Aber so von der Statur, von dem Schatten her, sieht es so Es aus. ist genau, wie du es dir vorgestellt hast. Sind das diese Ruinen? Paula? Sind das hier die Ruinen? Paula, mein Herz. Und was ist dieser weiße Punkt hier? Ich Es ist denke genau, mal, wie du es dir vorgestellt hast. das könnten die Ruinen sein. Es Wir ist genau, gucken mal wie du ganz es dir kurz, vorgestellt was hier dieser weiße Punkt ist. hast. Ah, okay, das ist nur Tattoo. Paula, mein Herz, schau dir das an. Ich bin nicht Paula. Wir gehen mal weiter. Paula? Also, Boma See. Wo sind denn hier die Ruinen? Haus des Berserkers, Stammbruch, Kinderfall. Das ist ja schon Northumbria. Hier müsste das irgendwo sein. Quarfort, Kloster, Ruinen. Ist das das? Ruinen von Viroconium? Warte mal. Untersuche die Turmruine östlich der Feste Kausdorf. Turmruine. Das war doch eine Turmruine. Es ist genau, wie du es dir vorgestellt hast. Paula? Das könnte wirklich das hier sein, wa? Warte mal. Paula, mein Herz, schau dir das an. Nachricht. Paula? Wir gucken mal, was wir hier alles einsammeln können. Es könnte wirklich das Es ist hier sein. genau, wie du es dir vorgestellt hast. Hallo, Paula. Sie versteckt sich vor dir. Sie hat keine Lust auf dich. Verstehe das doch. So, Tattoo haben wir auch gesammelt. Gibt es hier noch irgendwas zum Einsammeln? Sieht nicht so aus. Gut, die Nebenquests werden wir irgendwann machen. Ich muss weiter. Wir müssen die Ruine finden. Und ich habe es noch nicht gefunden, also. Es könnte wirklich die hier sein. Ruine von Veronicum. Ist die denn hier? Warte mal. Feste Kausdorf. Ins Grobisch hier war das doch, oder? Südliche Grenze. Grenze von. Das müsste ja hier irgendwo sein. Südliche Grenze. Entweder hier am Aussichtsturm oder dieses weiße Punkt hier. Gut, dann gehen wir mal darunter zu diesem weißen Punkt. Da steht ja südlich. Ich hätte ja auch, ich hätte ja auch erstmal ein bisschen nachdenken können, bevor ich nördlich suche. Da steht südlich. Und südliche Grenze wäre dann dieser weiße Punkt, den ich markiert habe. Schauen wir mal, ob da wirklich was ist.
So. Komm mal her. Let's go, Weißzahn. Na, das sieht mir aus nach einer Turmruine. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Das sieht aus wie eine Turmruine. Ich glaube, wir sind hier richtig. So. Lygai tipyn bach, e? Okay, das war ein römisches Artefakt. So. Untersuche die Turmruine. Vielleicht hier oben irgendeine Notiz. Auch nicht. Da oben ist auch nichts da. Sicherheitshalber mal gucken. Hier oben ist auch nichts. Turmruine, das da drüben könnte es sein. Was ist da? Das hier, ne? Und was ist links von mir? Sind da Turmruinen? Da. Das könnte wirklich das dieser Aussichtsturm sein, der da links ist. Okay, wir machen erst den Aussichtsturm. Nebenbei gehen wir zu diesem blauen Punkt hier, weil der ist auch an der südlichen Grenze. Und wenn die beiden das nicht sein sollten, dann kann es nur noch der hier sein, weil das sieht aus wie, auch aus wie ein Turm. Hier das. Das in der Nähe. Ja. Schauen wir mal. So, Weißzahn. Let's go. Weiter auf die Jagd nach Ordensmitgliedern. Oder nach Hinweisen. Besser gesagt. Oh Gott, das wird ein langer Ritt nach oben. Die verlangsamen sich ja, sobald man hier ein Stück schräg oben ist. Obwohl, ja. Ja, leider. Okay. Da müssen wir jetzt durch. Also ich höre wirklich kaum was vom Gameplay. Ich hoffe nicht, dass es in der Endaufnahme so ist. Also mich stört das nicht, nur halt für die Aufnahme wäre es blöd, wenn man nichts hört. Muss ich mir dann später mal anschauen, das ist jetzt die erste Aufnahme von Let's Plays, seitdem ich meinen Monitor habe. Hier ist eine Animus-Anomalie. Die können wir eigentlich mitnehmen, wa? Komm, die nehmen wir mit.
da sind sie ja. Meine Anomalien. Mal sehen, wie sie sich gemacht haben. So. Ich denke mal, ich hab's verstanden. Sobald der Rote hier ist, müssen wir rüberspringen. Damit das uns nicht erwischt. Ziemlich easy. Das eine war ja richtig schwer, deswegen, also was heißt schwer? Es war nicht einfach. Deswegen habe ich darüber ein Guide-Video gemacht, aber wenn wir es direkt im ersten Durchgang hinkriegen, so wie hier, dann brauchen wir das nicht. Ich denke mal, das muss man damit verbinden. Und das muss man dann damit verbinden. Genau, und der verbindet dann beide. Ziemlich easy. Das andere war schwerer. Boah, das war knapp. Das war auch knapp. Der Meister Jumper hier. So. Oh fuck. Oh fuck. Das wird nichts, oder? Oh doch, lol. Okay, dann wieder zurück. Ah, das wird nix, das wird nix, das wird nix. Das wird auch nix. Jetzt aber schnell. Oh, das war knapp. Das war knapp. Jetzt auch hier schnell. Boah, perfekt. Nein, 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 nein! Oh. Okay. Ist auch ziemlich easy. So, dann geht's weiter hoch. Den verbindet man damit. Oder? Ne, ich denke mal, den verbindet man damit. Dann geht man hier rüber. Dann verbindet man den hier mit. Oder den hier mit. Oder den hier mit. Ne. Den. Wartet mal, lasst uns mal überlegen. Genau, also ihr verbindet den mit dem, dann geht ihr hier hin und verbindet den auch mit dem, dann geht ihr wieder zurück, den verbindet ihr dann mit dem, und dann geht ihr wieder hier hin. Und verbindet dann den mit dem, um dann den zu steuern, damit der hier den nimmt. Genau. Und den verbindet ihr dann den. Das passt. Und zurückkommen könnt ihr dann hier einfach mit dem, indem ihr das hier nach links tut. Ziemlich easy. Ziemlich easy. So. Die beiden sind aktiviert, oder? Nee.
Scheiße. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Wenn der nicht den verbindet, wie machen wir das dann? Sind die vorübergehend aktiv? Nein. Also nochmal zurück. Oh fuck. Sorry. Warte, wenn wir den hier. Ach so, der ist da mit dem verbunden. Ja, das war richtig. Okay. Das war richtig. Das war auch richtig. Aber wie verbinden wir den da oben dann? Wenn ich den hier mache. Knifflig. Warte, hat der drei Strahlen oder zwei? Der hat zwei Strahlen. Der geht einmal dahin und einmal dahin. Das heißt, den könnte man noch mal. Nein, der gibt ja dem Strom, damit er den dahin und den hier verbindet. Das heißt, der ist dann leer. Aber den brauche ich, um da wieder zurückzukommen. Das ist halt die Frage jetzt, wie wir das machen. Könnte man den hier hinlenken und danach sterben und um dort zu landen? Boah, 200 IQ Play oder was? Easy. Vielleicht hätte ich darüber auch ein Guide-Video machen sollen. Ich glaube, alle Anomalien sind so ein bisschen knifflig. Den machen wir jetzt im Let's Play und die anderen mache ich dann. Für die anderen mache ich dann ein Video. Oh fuck. Das muss wirklich perfekt stimmen, war von der Zeit her. Okay. Komm, kletter. Ach so, ich muss runter. Mein Liebster, was ist geschehen? Du bist errötet und zitterst. Auge um Auge. Ein Sohn für einen Sohn. Denn wenn unserer bis zum Ende seines Lebens sinnlos leiden muss, dann auch sein Peiniger. Was? Was hast du getan? Der arme Junge brach so plötzlich zusammen, gefällt von kaum einem Hauch einer Mistelbeere. Und sein Vater stand über Ach, ihn fuck. und schluchzte. Schwieriger als ich dachte. Leichtsinnig! Töricht! Wurdest du gesehen? Wissen Sie, dass du es warst? Okay. Nein, oh, hat das verknappt. Zum Glück gibt es hier so Checkpoints. Sonst wäre das echt schwierig. So, wie machen wir das jetzt? Muss wahrscheinlich aufpassen, dass ich hier. Oh, okay, das war easy. So, dann wären wir auch schon ganz oben, glaube ich, oder? Ja. Gut. Und hier. Das Fragment einer uralten Erinnerung.
Das hätten wir dann. Meister, und weiter geht's. Wir müssen die Ruine finden. Immer noch. Es könnte gut sein, dass es hier ist. Am Aussichtsturm, weil hier sind Goldbarren zu finden. Könnte sein, dass die Ruine direkt am Aussichtsturm ist. Wir nehmen aber erstmal den Aussichtsturm und dann gehen wir runter. Ja, das sieht gut aus. Hier sind mehrere Fragezeichen und ein Tunneleingang. Das sieht sehr gut aus sogar. Hier! Komm, den Rest gehen wir zu Fuß. Ja. Das sieht echt gut aus. Da ist auch Eingang. Wir nehmen ganz kurz den Aussichtsturm da oben. Na komm, kletter, mein Freund, kletter. Oh, das feste Venlokan. Ja, ich glaube, wir haben die Ruine gefunden. Ich glaube, wir haben die Ruine gefunden. Karte aktualisiert. Gut, gehen wir rein. Machen wir das noch schnell in der Folge. Kupfernickelbarren. Aber hier waren keine Kultisten-Infos. Vielleicht war das nicht die Ruine. Und dies hier daneben. Das war ja nur eine Höhle. Hier sind ja noch mehrere Sachen. Dafür müssen wir aber erstmal ein bisschen hier klettern, um was zu sehen. Also, da ist ein Fragezeichen, der ist für Infos. Der ist auch für Infos. Sonst gibt es hier nichts. Doch, müsste doch, oder? Wir gehen mal hier die Höhlentreppe entlang. Und danach holen wir die zwei Truhen. Ach so, das war dieser Höhleneingang hier. Ja, hier waren wir schon drin. Alles gut. Hier waren wir schon drin. Ja gut.
Anscheinend doch nicht hier. Oder? Was stand eigentlich hier am Dings? Was stand hier im Brief? An alle die Folgen. Ich habe Trost und Frieden finden können nahe dieser schroffen Felszunge. Letzte Nacht träumte ich, dass ich ganz oben kletterte und dort den Erzengel Michael traf. Seine mächtigen Schwingen erhoben mich in den Himmel. Ich muss mit ihm gehen. Ich muss. Okay. Hier sind noch zwei Truhen, die wir mitnehmen können. Die nehme ich noch mit und danach machen wir eine kurze Folgenpause und in der nächsten Folge werden wir dann weiter nach dem Ordensmitglied suchen. Aha, hier ist eine Ruine. Ist hier ein Bossfight oder warum ist hier eine Ruine? In Kreisform. Ich glaube, das ist ein Bossfight. Warte mal. Ich fühle mich schon stärker. Hilf mir, sei meine Augen. Sehr komisch, der Fels. Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Das ist der Ort, wo wir hier Ivar besiegt haben. Ivar Ragnarsson. Kann ich euch hier nochmal zeigen. Da ist er. Das ist zwar nicht er, aber da, hier müsste er normalerweise sein. Und wieso sieht er so verbuggt aus? Nein, er ist nicht verbuggt, nur aufgeschnitten. Also der sieht auf jeden Fall nicht aus wie Ivar. Vielleicht lebt er noch? Nein, Spaß. Hier scheint es aber irgendwie keine Kultisten-Infos zu geben, also das kann es nicht diese Ruine hier sein. Gut, wir schauen mal, ob wir das in der nächsten Folge finden werden. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und ja, wenn euch das ganze Projekt gefällt, abonnieren nicht vergessen, haut rein.